Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Steine sind Hindernisse. Sie können den Zugang versperren, sie können Blicke hindern, sie können Hoffnungen zerstören. Wer wird uns den Stein vom Grab wegwälzen? So fragten sich die beiden Frauen, als sie am Ostermorgen zum Grab gingen, zum Grab Jesu, das ja bekanntlich von einem großen Stein verschlossen wurde. Sie machten sich Gedanken, wie sie ihn wegbekommen könnten, denn dieser Stein versperrte ihn, den Zugang zu dem, was sie sich so liebevoll ausgedacht und vorgenommen hatten. Wir kennen solche Steine, Hindernisse, die in unserem Leben uns den Zugang versperren zu dem, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Was sind das für Steine? Wo bin ich blockiert? Vielleicht der Stein meiner Eigenart. Dass ich so bin, wie ich bin, obwohl ich doch eigentlich lieber ganz anders wäre. Aber ich schaffe das nicht, über meinen Schatten zu springen. Oder die Angst vor dem Gerede der anderen. Meine Unsicherheit. Es versperrt mir viele Möglichkeiten. Oder der Stein meiner aufgestauten Ärgernisse, die immer wieder hochkommen. Was ich schon alles einstecken musste und wo ich schon überall ungerecht behandelt wurde und mich nicht richtig wehren konnte. Und jetzt noch wütend werde, wenn das wieder hochkommt. Sie hindern mich, positiv zu denken. Oder der Stein meiner berechtigten Sorgen, dass das Geld wirklich knapp ist. Oder wenn Streit da ist, wenn Beziehungen ins Wanken geraten, Krankheit belastet, Sicherungen wegfallen und ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Der Stein meiner schlaflosen Nächte, wo ich immer wieder hin und her mich wälze und wo ich merke, ich kann nicht loslassen, nicht abschalten. Und viele andere Steine könnten wir denken. Mit der gleichen Frage wie die Frauen am Ostermorgen. Wer wälzt uns den Stein hinweg? Wer nimmt uns diese Last? Wer gibt uns einen neuen Zugang? Als die Frauen am Ostermorgen zum Grab gehen, waren sie ganz überrascht. Denn sie stellten fest, der Stein ist weggerollt, aus dem Weg geräumt. Die große Sorge, die sie hatten, sie ist plötzlich weg. Und mehr noch erkennen sie plötzlich, in Wirklichkeit war der Stein gar nicht das größte Problem. Das sah nur so aus. Dahinter verbarg sich noch etwas viel Größeres und Schönes. Hinter dem Stein war gar nicht das, was sie erwarteten, sondern etwas ganz anderes. Das Grab war leer. Der Tote, den sie salben wollten, war weg. Sie wollten konservieren und bewahren mit ihren Salben. Ihre Gedanken waren viel zu klein.
Sie erwarteten einen Toten und erlebten plötzlich einen Lebendigen, der ihnen sagte: Schaut doch nicht immer zurück, schaut nach vorne und macht euch auf den Weg. Christus ist nicht hier. Er geht euch voran, er lebt. Und ihr werdet ihn treffen auf eurem Weg, in eurem Alltag, in die Zukunft. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Machen Sie doch einen Spaziergang. Vielleicht am besten alleine. Und suchen Sie sich einen kleinen Stein. Und dann nehmen Sie diesen Stein in die Hand und betrachten ihn und denken an Steine, die Sie bedrücken, ganz persönlich. Vielleicht an Belastungen, an Befürchtungen, an Sorgen, die Sie mit sich rumtragen. Und wo Sie am liebsten auch sagen würden: Wer wälzt mir diesen Stein weg? Und wenn Sie einiges überlegt haben, was für Sie wie ein Stein ist, dann nehmen Sie diesen Stein und versuchen ihn so weit wie möglich wegzuwerfen. Gucken Sie vorher, ob alles frei ist, damit Sie niemanden dabei treffen. Werfen Sie ihn so weit wie möglich von sich weg und denken Sie dabei an das, was Gott Ostern wirkte. Der Stein ist weggerollt. Und schauen Sie nicht dem Stein nach, sondern schauen Sie dann in den Himmel zu Gott. In dem Vertrauen darauf, Gott kann Steine wegrollen, und bitten Sie ihn darum. Vielleicht erscheint Ihnen das etwas ungewöhnlich, aber probieren Sie es mal. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott einem dabei mit einem sehr frohmachenden Ostergefühl beschenken könnte. Und sei es nur, dass man vielleicht entdeckt, wie man zu klein gedacht hat, dass der Stein eigentlich gar nicht so das Problem war und sich plötzlich eine ganz neue Perspektive öffnet. Das wäre eine wunderbare Ostererfahrung, die ich Ihnen wünsche. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.